Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. Ja, wir sind in der Kanalisation, wie letztes Mal auch. Wir haben gemerkt, dass unser Inventar viel zu voll ist. Allein schon, was wir hier wieder an Heil trinken. Wieder uns rumschleppen. Ist abnormal. Ich könnte gerade die fünf Kleinen aufteilen. Und dann die Leute hier verteilen. Gepäck ist voll. Okay. Dann nehmen wir alles wieder zurück. Weil gerade die beiden sind wieder voll. Bis oben hin. Weil ich den ganzen Schmuck und so abgelegt habe, den ich noch anhatte. Den ich vergessen habe zu verkaufen. Keine große Herausforderung. Ist jetzt die gute Frage, was machen wir? Außer uns mit Goblins rumprügeln. Ich warte auf euren Befehl. Mit ein paar Goblins rumprügeln. So, die haben nur stinknormale Pfeile dabei. Und ein kleines bisschen Gold. Ja, gut. Wir waren überlegen, ich werde wahrscheinlich doch erstmal in den Magierturm eindringen hier. Ihr müsst eure Gruppe erst. Mal gucken, wo mich das hinführt. Außer zu ein paar Blitzmephiten. Das Mönchte ist heute auf uns. Was ist meins? Was braucht ihr? Fragt nur. Ich bin ein Mann. Ausweichen. Ja. So, die Mephiten, die dürften wir eigentlich relativ leicht wegkriegen. Ja, haben nur die beiden ein bisschen angekratzt. Vor allem sie hat jetzt Glasstaub in den Augen und er ist... Ja, okay, er hat nichts, Gott sei Dank. Natürlich. Ihr braucht meine... Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. So, dann gucken wir uns mal peu à peu hier um in den Räumlichkeiten. Hier sind nur Bücherregale mit ein paar einfachen Schriftrollen. Hä? Zauberabwehr. Oh. Haben wir Zauberabwehr schon? Mal kurz gucken. Das sind Priesterzauber. Geringe Zauber zurückwerfen? Nein, Zauberabwehr haben wir noch nicht. Zauberabwehr sind gerade 6 Zauber. Der klingt nicht schlecht. Was kann ich tun? Jo, hat geklappt. Sehr gut. Haben wir eigentlich noch was in der Identifikationsbrille? Ja, haben wir. Eine Axt. Okay. Schau mal, ob du das Zeug auch identifizieren kannst. Ja, erstmal den Feldharnisch. Nein, alles weg. Mist. Okay. Yashima hat aber eine Stufe aufstiegen gekriegt durch die Erfahrungspunkte, durch das Schriftrolle. Okay. Stufe aufsteigen. Wir mal 10 Punkte den Schlüssel öffnen, dass wir dabei 100 sind. Schleichen, verstecken ist okay. Fallen finden, vielleicht 5 Punkte.
und Illusion entdecken. Jo. Okay. Level up bei Yoshimo. Wir stellen den Schwierigkeitsgrad wieder hoch. Wo soll ich leichtfüßig und so? Gucken wir mal weiter. Gucken wir erstmal den Raum hier unten. Ein bisschen erinnert mich das ja schon an Dulaks Turm hier. Oh, hi. Au. Ich warte, wenn es das ist, was ihr wollt. Stirb, Kreatur, und nähre die Erde. Ja, euer Wunsch ist mein Befehl. Yoshimo ist bereit. Der Flammenstrahl hielt eine Weile an. Hm. Und ja, das ist wirklich fast wie Dulaks Turm. Der Tisch kommt mir ziemlich bekannt vor. Berührung eines Ghouls. Das riecht so toll. Hm, was ist das für ein Trank? Ein Keine-Ahnung-Trank. Trank der Steinform. Haben wir den schon irgendwo? Nö. Okay. Sodeshne, ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? So. Trank der Schöpferkraft. Den können wir auch nirgends unterbringen. Nö, aber sie hat ja schon einen. Hey. Also kommt er zu ihr. Gut. Ich denke sehr gut. Ja! Fragt nur, keine große Herausforderung. Was braucht Yokata? Okay, dann gucken wir mal doch lieber hier oben lang. Bevor wir da weitergehen, wo ich das Gefühl habe, dass es da nach oben weitergeht. Hier ist auf jeden Fall alles voller Fallen. Und ja, eigentlich geht's da ja nach oben weiter und da nach unten. Ihr braucht nichts Gefährliches, hoffe ich doch. Okay, eine Halskette, das ist schon mal nicht schlecht. Stimmt ja, wir haben einen Edelsteinbeutel. Minsk hat noch zwei Edelsteine. Stimmt ja, wir haben allgemein einen Edelsteinbeutel. Bin ich doof. So, jetzt haben wir wieder Platz. Auch gut. Massenunsichtbarkeit. Wo ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Klingt schon mal nicht schlecht. Jetzt ist unser Edelsteinbeutel fast wieder voll. Ach du meine Güte, Salamander, Eissalamander, Yuan-Ti-Magier, ja, hi. Gut. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Versuchen wir mal ein Gebet. Und ein Quicksave. Ich warte. Nun gut. Das gefällt mir gar nicht. Ich bin's leichtfüßig und so. Ich bin bereits schon erledigt. Das gefällt mir gar nicht. So, du bist verletzt. Das ist okay. Kriegst ein paar magische Geschosse. Au, du hast Magie zurückwerfen. Das ist so nicht ganz so schön. Nein, hast du nicht. Du beschießt mich einfach nur.
Wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse eine Führung an, mein Freund. So, bannen wir mal die Verwirrung. Ja, was möchtet ihr? So nicht, was immer ihr benötigt. Und gucken mal, was hier ist. Außer noch einer Falle. Ein Aaskriecher beschwören und ein Schnelligkeitsöl. Ja gut, Aaskriecher müssen wir auch nicht unbedingt beschwören können. So, jetzt teilen wir aber mal diese Tränke auf. Minsk ist noch voll, der braucht keinen. So. Einmal massenhaft saufen. Ich denke, ich bin soweit. Hey-ja! Hey, die Touristen lieben das. Da ist eine Sackgasse. Ah, da ist Heldaris. So, was ist... Nur, erzählt mir mehr davon. Was ist da in diesem Altar? Was braucht ihr? Außer noch einer Falle. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Okay, das Ding ist gegen einfache Zaubergeschütze. Das heißt, wir brauchen den richtigen Schlüssel. Ich war keine große Herausforderung. Es scheint so, als hätte man die Arbeit an einer weiteren Etage begonnen, aber nie zu Ende gebracht. Aha. Ich diene nur Meister Mekrad. Der Mann sieht euch ja für einen Moment blicklos an, dann spricht er, ich diene nur Meister Mekrad. Okay. Gut. Gibt's hier drin noch was? Nö. Nur einen Heiltrank. Vielleicht sollte ich die mal gegen gute Heiltränke austauschen. Bei ihr jedenfalls. Oh, Hoshimo fehlt sogar ein Trank. Weil sie hat ja auch schon gut Lebenspunkte. Ja, ich denke mal. Kriegst hier das große Päckchen. Und wir teilen die wieder auf. Ja, es bringt nichts, die Tränke im Inventar zu haben, wenn wir sie nicht benutzen. Und ganz ehrlich, die kleinen Heiltränke bringen auch nicht mehr so viel. Ja. Als dass es sich lohnen würde, die im Kampf einzusetzen. Die heilen nämlich eigentlich nur 8 Punkte, oder 9 Punkte. Die konzentrierten 27, das ist das, ja, Dreifache. Fragt nur. Ihr braucht meinen leichtfüßig und so. So, das heißt, wir können noch hier hinten lang gehen. Benötigt etwas, Fremde? Oh, Markart. Was ist das? Eindringen in Markarts Haus? Was hört euch her, törichter Mann? Sprecht schnell, ich dulde nicht gern Narren auf Irrwegen. Ich bin hier, um euren Gefangenen, Herr Dallas, zu befreien. Übergebt ihn jetzt an mich. Wollt ich den kleinen Dieb aushändigen? Warum sollte ich so etwas tun, wo er doch einen perfekten kleinen Sklaven abgibt, hm? Dieb, wovon spricht er? Er ist ein Schauspieler. Nennt den Preiszauber. Ihr gebt ihn an mich frei und seinen Edelstein oder ihr werdet durch meine Hände sterben. Dieb, wovon sprecht ihr? Vielleicht ist das mir egal. Er ist ein Dieb in meine heiligen Hallen. Er ist als ein Dieb in meine heiligen Hallen eingedrungen. Ich nahm ihn gefangen und es macht mir Spaß, ihn als meinen Sklaven zu halten.
Ich dachte, ihr habt ihn wegen seines Edelsteins entführt. Sein Edelstein? Ah, der Edelstein. Ich durchschaue euer Spiel, kleiner Mann. Und es wird nicht aufgehen. Ich werde mich meines Edelsteins nicht durch Diebe oder Dummköpfe berauben lassen. Wovon sprecht ihr? Welches Spiel? Diese ständigen Diebstähle langweilen mich. Ihr werdet nicht Hand an meinen Edelstein anlegen, kleiner Mann. Jetzt wird euch dasselbe Schicksal ereilen wie all die anderen. Oh, bei meinem Volk erzählen wir uns solche Geschichten. Was okay. Unter der Erde rumzukriechen ist nichts für die Avariel. Wir sind nicht unter der Erde, Eri. Wir sind in einem Turm. Dieser Turm ist nicht unter der Erde.